So, und jetzt sollen wir hier nicht mehr nur vor der Tür rumstehen. Jetzt mache ich so. Up. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Mit im Weltraum rumfliegen. Mit meinem. Was hier denn? Warning. Zero Gravity. Mit Asteroiden. Ein Tritt war. Das ist ein Traum. Ein Tritt Schwerelosigkeit. Und jetzt? Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Oha. Wow. Kann ich hier so fliegen, ne? Komm jetzt hier immer, ist das so Deckung hier? Falls ja, mache ich das ganz schön geschickt, ne? So, guck mal hier. Na, schaffe ich das bis da hinten hin? Meine Luft ist auch, oh, kommt schon wieder was angedüst. Hör auf so zu hecheln, Isaac, du hast nur 30 Sekunden. Oh, das war wohl doch dann zu früh. Okay, ich schätze, ich muss so einen Luftkanister benutzen. Ja, ja. Besser ist das. Atmen ist sehr gesund. So sagt man. So, ne? Alte Bauernregel oder so. Zwei Stück habe ich sogar. Ja, das muss ja zu schaffen sein. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Lauf mal los hier schön. Achtung. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Macht das hier gleich Roms oder was? Jawohl. Dann warte ich nochmal kurz. Und laufe, 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 laufe. Schaffe ich es bis zu dem? Oh oh. Komm schon. Jawohl. Rennen! Rennen, Isaac! Komm, den schaffen wir. Komm, 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 komm! Ich will die gar nicht benutzen. Ich will das so schaffen. Da vorne ist doch Ende schon, oder? Jetzt muss ich aber auch zum Türchen hin. Na komm. Pfeift dir mal so ein Teil rein. Zack. Space. Space. Da muss ich wohl hin. Mal auf die Butze. Ende der Schwerelosigkeit. Yay. Ende des Vakuums. Ach, das ist jetzt hier die. Ach so, und jetzt muss ich Asteroiden abschießen, oder was? Oder so ein paar kleine Brocken, ne? Genau, Alter. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Bam. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist, lässt sich gar nicht so einfach steuern jetzt, das Ding. Aber ich mach das schon ziemlich gut. Oh. Ich sollte die Schnauze halten. So, ich zerlege auch große in kleine. Scheiße, das sind so viele! Fuck. Ja dann, los! Mach, dass es funktioniert!
Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Verdammte Axt. Das ist jetzt gerade was, was ich lieber mit der Maus steuern könnte, können würde. Aber nun ja. So. Genau, Isaac. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintensität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Der ist durch. Die Kanone will ich mitnehmen, um gegen diese Viecher zu auf diese Viecher zu schießen. Komm schon. Arbeite schneller. Jetzt musst du mal was heile machen und dann klappt das hier nicht, ne? Dann eine Minute. Ja, los. Wer hat sich denn so einen Scheiß ausgedacht hier, so eine Kanone dahin zu stellen? Höhenintegrität bei unter 50%. Ja, komm. Mach schneller, Hammond! Ich hab das Ding gleich repariert, nur noch einen Moment. Komm, erzähl mir nichts hier, dass ich hier zu schnell Feuer. Die Dinger kommen zu schnell an. Mach's fertig, Hammond, und sag nicht immer, du machst es fertig. Tu es! Weniger reden. Mehr Ergebnisse. Ah, kannst ja doch was. Die Zielerfassung ist wieder online. Lass uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Na, so ein Glück aber auch. Halbleiter Rubin. Nee, ich will nicht speichern. Naja, gut, komm. Dann speichern wir halt mal wieder. Trotzdem den Halbleiter Rubin hier aufheben. Nein! Du Scheißteil. Yes, I want to cancel this operation. So. So, und jetzt können wir einfach hier zugucken und warten, bis wir nach Hause geflogen sind. Ne? Wie wäre das denn? Ah, ich habe ein bisschen besser geschossen, finde ich. Naja, gut. Warning. Zero Oxygen Area ahead. Sehen wir was Neues. Muss ich ja eigentlich relativ sorgenfrei hier langlaufen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Kommt noch was angewurstet. Von hinten was? Nee, noch nicht zumindest. Oh. Nimm mit. Nur die beiden? Kann ich ja nicht kaum glauben eigentlich. Keiner hinter mir? Nö. Nee. Ist er lucky oder? Es geht gleich erst wieder richtig los. Ulzi, mach auf, komm, der Isaac, der hechelt hier. Ende der Schwerelosigkeit. Na, sowas. Ende des Vakuums. So, leckere Luft wieder. Und wir.
Isaac Hammond? Ja. Ihr werdet das nicht glauben. Wieso? Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das Ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Na, so ein Glück. Hört das Ding nie auf. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Ja, den Mann los. Krankenstation, wo ist die denn jetzt schon wieder? Was schleimt sich hier durch die Gänge? Ich höre doch hier irgendwas matschen. Hä, was ist das denn? Ey, Stinker! Ach, komm, geh weg! Genau, ordentlich drauf! Mistviecher. Schon wieder ein Medipack hier verschwinden. Was ist das für ein kleiner Rotzviecher? Tentakelmist. Ich fluch viel zu viel. So, auf wie geht's? Wohin auch immer. Ja, wo muss ich denn hin? 3, 2, 1, wo ist denn die Krankenstation? Nee. Hammond auf der Brücke treffen, zur Monorail-Station. Wo muss ich denn jetzt hin? Also in eine Krankenstation, aber wo ist sie? Der Marker? Ach, ich fahr mal hier hin. Ist schon nicht so dringend, ne? Warte mal, Ebene 2 waren wir noch nicht. Okay, das dürfte die sein, von der ich losgestartet bin, aber muss ja keiner wissen. Tüpdidüpdidü. Ich fliege aber immer noch ganz schön viele Steinbrocken um mich rum. Ah, war das immer richtig hier? Ja, den mache ich mich mal auf den Weg, ne? Ups. Ein Shop. Ach, guck mal, hier kann ich ein bisschen was verkaufen eben. Diese Platinendinger da. Laserkanone, Energiekanone. Flammenwerfer, Energie. Chinese-Booster. Hä? Energieprojektor für schwere Schäden. Ripper. Industriesäge mit Fernsteuerung. Das klingt auch nicht schlecht eigentlich, aber müssen wir mal gucken. Ich wollte erstmal. Will ich. Wo ist es denn? Das Ding verkaufen. Strahlenmunition. Kann ich auch verkaufen. Energieprojektor für schwere Schäden. Klingt ja ulkig. Flammenwerfer klingt auch lustig. Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Ach Gott. Ach komm, ich kaufe mir mal diesen Ripper. Das habe ich natürlich gerade die Munition für verkauft, ne? Energieprojektor für schweren Schaden, das klingt gut. Komm, kaufen. Wollen wir mal gucken, was wir da
wo wir da zugeschlagen haben. Das ist jetzt was hier? Das ist eine komische Kanone. Er schießt doch. Was? Alter, womit spuckt der mich denn da voll? Ja, super. Das Ding schießt also nicht, oder was? Dann dauert das so lange, bis das Ding, bis der schießt, oder wie? Probiere ich das jetzt einmal aus. Oh ja, okay, der muss ich erst aufladen. Naja, ob ich damit zufrieden bin? So, und nichts dabei, oder was? Kotzt mich hier voll mit deinem Siff-Scheiß. Und hast nichts dabei. Das ist ja bescheiden. Ah, jetzt kann ich wieder Monorail fahren hier. Okay, ich verstehe. Krankenstation ist ganz woanders. Ja, ja. Macht Sinn. Na dann mal los. Auf geht er, der Peter. Ab geht er, meine ich. Ach, ja. Können Fodder. Fortschritt speichern. Ja, komm. Wenn du mich schon so lieb fragst. Back. Und weiter geht's. In der USG Ishimura. Dum 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 dum. Jetzt mischen wir uns irgendeinen Giftcocktail zusammen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe. So, erstmal Waffen durchladen. Scheiße, ja. Weg. Ja. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Ja. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Ach, die Tür kannst dann du nur hacken, oder was? Ich dachte, ich bin hier der große Hacker. Da randaliert doch schon wieder irgendwer. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Was? Wer quatscht denn da? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Aha. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Aha. Na dann. Aber da kann ich doch lang. Bildgebende, hier war ich doch schon mal. Jetzt laufe ich hier im Kreis rum. Oh, ist immer dunkel. Klein Mistviecher hier, komm. Oh, was ist das denn? Ich muss zugeben, ich verstehe diese Waffe noch nicht so ganz. Oh, was habe ich da gerade gekriegt? Ripperklingen. Okay. Und Laserkanonen. Aber kein... Ich brauche Lebensenergie, Medipacks und so. Und mit dem Gewehr fühle ich mich doch erstmal deutlich wohler, glaube ich. Und es ist dunkel hier. Aber meine Waffe spendet mir Licht.
zum Glück. Als wäre ich nur ohne meine Waffe. Was ist das denn?